Auf kommenden Durchfall. Auf Durchfall. Oh, ich hab ein bisschen Angst. Brot schmeckt irgendwie gar nicht gut. Leute wissen ja nicht, wie die Burger gemacht sind, so wie die immer gemacht werden. Das kann ich nicht essen, ne? Das sieht richtig ekelhaft aus. 2022. Eine Doku des Fernsehsenders RTL schlägt sich durch die Medien. Team Wallraff deckt unglaubliche Missstände hinter den Kulissen von Burger King auf. Ratten, Gammelfleisch und unzumutbare Hygiene. Und das alles bei einem der größten Fastfood-Konzerne Deutschlands. Eine Filiale der Doku befand sich in der Nähe von Berlin und genau da war ich. 1,5 Jahre später. Wir dachten, es wäre eine gute Idee, genau diesen Burger King zu testen. Auf kommenden Durchfall. Auf Durchfall. Okay, erstmal alles auf Anfang. Wir sind durch Zufall an diesem Burger King vorbeigefahren heute. Wer die Burger King-Doku nicht kennt, dem wird das hier nichts bringen. Auf jeden Fall wurden da abgelaufene Soßen benutzt, altes Brot und nicht mehr so frische Lebensmittel allgemein. Ganz ekelhafte Sachen. Wir haben uns die Doku auch vor diesem Video nochmal angeschaut und wir wussten echt erst nicht, ob wir wirklich hingehen sollen, weil es sah echt ekelhaft aus. Also wir gucken gerade als Vorbereitung hier die ganze Doku. Ich will da nicht essen. Ehrlich, Real Talk, wir wissen, also ich weiß wirklich nicht, ob ich Bock habe, da was zu essen. Wir holen es auf jeden Fall, aber wenn das wirklich komisch aussieht, Digga. No risk, no fun. Jedoch haben wir es gemacht und haben uns die ganze Nummer erstmal richtig angeschaut. Max, wie groß ist deine Angst? Ich werde richtig doll scheißen gehen später, deswegen. Das Problem ist, ich habe ja danach eigentlich schon da gegessen, aber jetzt, wo wir die Doku nochmal geguckt haben, ist richtig übel geworden. Schauen wir mal, was wird. So, also hier vorne haben wir den Ort des Geschehens, genau wie in der Doku. Ich weiß nicht, vielleicht kann man ja nochmal ein Vergleichsbild genau einblenden. Burger King. Oh, ich habe ein bisschen Angst. Weil wir haben halt tatsächlich auch Hunger und müssen auch irgendwas noch essen heute. Aber es sieht schon mal schön aus von außen, oder? Es ist wirklich wie in der Doku. Da wurde entladen und die Sachen so. Was hast du dir vorgestellt, wenn es der Ort ist? Natürlich sieht es so aus. Das ist aber voll komisch und krass, so, weißt du, was ich meine? Also laut unseren Informationen oder die von Max, der halt an der Quelle sitzt, war das Restaurant einige Zeit geschlossen wegen Renovierung. Wie lange circa? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall hat man es gemerkt, dass es zu war. Aber es wurde nur renoviert. Es war nicht geschlossen wegen Lebensmittelproblemen oder sowas, das weißt du nicht. Okay. Ja, yeah, Bacon ist wichtig. Bei den No-Chicken hat es auch auf jeden Fall gezeigt. Okay, okay, aber was sind denn jetzt eigentlich die entscheidenden Punkte für dieses Video? In unserem Fall war es eine Filiale der Burger King Deutschland GmbH, also kein Franchise, sondern direkt von Burger King betrieben. In anderen Filialen gab es auch Mäuse- und Rattenprobleme, das gab es bei uns zum Glück nicht. Wahrscheinlich wären wir dann auch da nicht hingegangen. Bei uns gab es andere spezielle Mängel, wie zum Beispiel, dass die Küche oder die Tische nicht sauber waren. Vor Ort war eigentlich ein relativ cleanes Bild. Es war alles sehr, sehr neu. Man konnte jetzt auch nicht, muss ich ehrlich sagen, in die Küche reingucken. Von außen hat alles normal gewirkt. Sah alles schön aus, sauber. Es waren ein paar Leute vor Ort und ich habe wirklich nichts zu bemängeln gehabt. Ich habe nur gesehen, wie eben einmal so eine Tüte umgefallen ist. Das war ein bisschen komisch, aber ansonsten, was wir gesehen haben, war alles normal. Ja. Ich weiß nicht, was ich alles gefilmt habe, aber wir müssen erst mal probieren. Was ich der Doku entnommen habe, sind auf jeden Fall Punkte wie altes Essen, altes Fleisch, trockene Brötchen, Bacon war ganz, ganz weird, die Hände wurden nicht gewaschen, Soßen, wie gesagt, sehr ekelhaft. Oftmals wurde auch das Vegan- und Nicht-Vegan-Thema absolut nicht eingehalten. Zum Beispiel wurden vegane Nuggets in normale Nuggets gelegt oder andersrum, was noch viel schlimmer ist. Deswegen haben wir einmal vegane und einmal normale bei dem besagten Burger King geholt. Ich hoffe auf gar keinen Durchfall, aber ich habe schon gesehen, für mich sieht es hier ganz klar nach unterschiedlichen Nuggets aus. Ich kann es auch mal hier in die Kamera zeigen. Das ist vegan, das ist plant. Die sind auch heiß und frisch. Ich würde mal sagen, wir machen mal alles hier. Man sieht hier die Nuggets einmal. Also jetzt, no joke, sieht alles normal aus, oder? Erster Taste-Test Nuggets. Schmeckt alles normal. Also dass die Süß-Sauer-Sauce voll scheiße schmeckt und die von McDonald's viel besser ist. Wirklich so, ne? Aber die schmecken auf jeden Fall nicht, als würden die irgendwie schon 2 Stunden liegen. Die sind frisch. Ja, das Ding ist, in der Doku, vielleicht können wir es hier einblenden, der Typ hatte ja so ein hartes Brötchen, hat es einfach wieder in den Toaster gemacht, damit es nicht auffällt. Ja. Mit den Nuggets einfach nochmal in die Fritteuse durchpfeffen. Das schmeckt frisch. Sehr oft wurden auch Brötchen längst nach Ablaufdatum noch benutzt. Wir haben extra nochmal ein Long Chicken geholt, weil in der Burger King Doku war zum Beispiel das Brot veraltet. Nehmen es mal auseinander. Ey, ich habe wirklich eine Psychose jetzt durch die Doku, weil wir die vorhin erst geguckt haben. Das ist nicht mal 2 Stunden her, dass da jetzt so Schimmelflecken oder sonst was sind. Das hier hat gerade ziemlich aneinander geklebt. Das hat mich bis. Zieh mal unten das Patty ab. Habe ich schon, das hat auch geklebt. Aber das liegt auch an der Soße dran, die da drauf ist. Ja, aber die Soße ist auch ein Problem gewesen, dass die immer nicht frisch war. Diese Cheddar Cheese Soße hätte laut Aufkleber heute Morgen um 9 Uhr vernichtet werden müssen. Ich stelle mir natürlich die Frage, wie oft dieser Aufkleber schon gewechselt und erneuert wurde. Ey, wir haben beide so eine Psychose, oder?
Das Brot schmeckt trotzdem ein bisschen älter, oder? Brot schmeckt irgendwie gar nicht gut. Ich hab keinen Vergleich, aber es lässt sich schon ein bisschen schwierig essen. Es könnte älter sein. Wenn, dann ist das vielleicht ein Tag alt, aber es ist wirklich nicht so, dass es irgendwie schlimm ist oder so. Da ich noch ein wenig transparenter sein wollte, habe ich mir extra einen Burger King-Mitarbeiter gesucht, der mir für ein Interview einige Fragen beantwortet hat. Wie es bei ihm in der Filiale aussieht und was so allgemein die Erfahrungen mit Burger King sind. Seit wann arbeitest du bei Burger King? Ja, seit 2 Jahren fast. Also ich habe 2022 angefangen. Also hast du schon sehr, sehr viel erlebt quasi. Ja. Und du hast gerade schon, wo wir angefangen haben zu reden, ein bisschen so leicht angeteasert, dass du eh schon mal gerne was auspacken würdest, weil du irgendwie sowieso schon ein bisschen so ein paar schlechte Erfahrungen gemacht hast. Nee, nicht die schlechten, eher das Gute sogar. Gute sogar? Ich hab die Doku gesehen und ich war schockiert. Essen vom Vortag oder sowas, das findet bei euch alles nicht statt. Nee, gibt's bei uns nicht, ne? Also wir haben so viel Waste am Ende. Auch Burger, die vorne zu lange liegen, bringen wir nach hinten. Werden weggeschmissen, ne? Gibt's nicht. Auch die Fleischqualität wurde bemängelt, da teilweise abgelaufene Sachen auf den Burger gelegt wurden. Welche Scheiße gerade gebraucht? Die Leute wissen ja nicht, wie die Burger hier richtig gemacht sind, so wie die immer gemacht werden. Also ich nehme den jetzt mal auseinander. Einmal Brot. Also soßentechnisch sieht's für mich gut aus. Nichts zu beanspruchen. Wenn du eine Soße frisch machst, gibt es so ein Etikett, Haltezeiten sind da drauf und die werden nicht überschritten. Also es ist wirklich so, dass die nicht überschritten werden, aber dazu kommt es meistens nicht, weil wir nicht so viel Soße zum Beispiel vorbereiten, dass die Soße länger da stehen bleibt, sondern wenn die leer geht, dann wird erst neu vorbereitet. Bacon ist halt voller Soße, das ist jetzt schwierig einzuschätzen. Ich weiß nicht, was ich eklig habe, wenn du die Doku oder wie du das alles auseinanderfriemelst. Es ist wichtig. Es schmeckt original. Ich habe es schon mal gegessen, wie es schmecken soll. Bacon sieht auch normal aus, würde ich sagen. Das Ding ist, diese Bilder kriege ich gerade nicht mehr aus dem Kopf. Ich weiß, das Problem ist, ich will auch nicht irgendwie was sagen, was jetzt gar nicht stimmt, irgendwie, dass das Brot scheiße ist. Weil, wann isst man das Brot mal so? Und weißt du, und es ist ja nie perfekt. Aber bis jetzt kann ich nichts gegen sagen. Ich glaube, es ist aber auch schwierig. Und deswegen war diese Doku so wichtig, so zu erkennen als jemand, der Konsument ist, ob was jetzt irgendwie nicht stimmt. Das schmeckst du am Ende nicht raus. Aber es ist nicht das wie in der Doku, wo man sagt, Alter, ist das ekelhaft krank. Also man muss bis jetzt deutlich Props geben, es ist okay. Tatsächlich habe ich noch andere Mitarbeiter befragt, die mir ähnliche Auskünfte gegeben haben. Nichts Negatives zu beanstanden, nur negative Kundenerfahrungen. Aber das ist bei diesem Experiment ja scheißegal. Majid kratzt die letzten eingetrockneten Reste aus der Schale und ich habe Mühe, den Behälter mit dem lauwarmen Wasser wieder sauber zu bekommen. Spülmaschinen gibt es nämlich immer noch nicht bei Burger King. Also ihr habt keine Spülmaschine in Burger King, ne? Doch, wir haben eine Spülmaschine. Also wir brauchen diese Spülmaschine, das ist sehr wichtig. Die Sachen werden auch immer gespült. Okay, weil das war auch so ein Punkt, weil es in vielen Burger Kings halt keine Spülmaschinen gab. Ja, wir haben eine, aber das ist nicht so mein Gebiet. Weißt du, wie lange die schon bei euch ist? Du bist ja jetzt erst 2 Jahre da. Also ich kenne Leute, die schon länger da gearbeitet haben, auch vor mir. Und diese Spülmaschine gab es wohl schon ziemlich immer. Ich mach mal noch den letzten Burger auf, damit wir euch jetzt hier nicht die ganze Zeit nur mit Essenscontent nerven. Der sieht folgendermaßen aus. Weil es interessiert mich schon, wegen Tomate und so ist auch wichtig, was da jetzt nur abgeht. Wie sieht die Tomate aus? Weil das habe ich auch gesehen, dass die sehr, sehr ekelhaft teilweise aussehen. Die sieht sogar noch ein bisschen grün aus. Gurke auch gut, oder? Gurke auch gut. Oh, die gerüffelten Gurken. Zwiebeln? Auch nichts falsch aus. Jetzt vielleicht mal das Patty nochmal von unten. Weiß nicht, ob man da noch was erkennt. Das sieht irgendwie das erste. Das ist richtig schlimm. Das ist richtig komisch, ne? Ich weiß gar nicht. Das sieht man auf der Kamera gar nicht so. Ich weiß nicht, ob ihr. Also, das sieht von unten ein bisschen ekelhaft aus. So ein Fick ist das. Das sieht wirklich. Das ist das erste, was aussieht, als würde es schon eine Weile stehen. Oder jetzt for real? Ich finde for real, das sieht ganz komisch. Oder hier mit Handy? Oh, mit Handy sieht man es gut. Hier, das so. Wie so Kraterlandschaft. Ja, ne? Oh mein Gott, das war... Irgendwas ist hier ganz mächtig schief gelaufen. Der ist auch viel blasser als auf dem Handy, wenn der wirklich schon liegt. Guck mal, Digga, ich kann das hier so abmachen. Warum ist das so? Das kann ich nicht essen, ne? Das sieht richtig ekelhaft aus. Lediglich von einer Person habe ich dann schlechte Erfahrungen noch mitbekommen. Und die haben dann schon wieder ganz gut ins Bild gepasst. Musste, wenn man Salat zum Beispiel in den Behälter gefüllt hat, musste man Haltbarkeitsetiketten schreiben und halt draufschreiben, wann man den Salat dann wegschmeißen muss. Und es gab Leute, die sind mit Stift rumgelaufen und haben dann im Kühlregal, wo alles stand, einfach nur die Haltbarkeitsetiketten getauscht und die Sachen aber nicht weggeschmissen. Was schon längst verfallen war sozusagen, haben die einfach weiter beschriftet und weiter verwendet. Es sei denn, es wurde irgendwann sichtbar, also wenn der Salat zum Beispiel braun wurde oder so, dann hat man den nicht mehr benutzt, dann hat man den erst weggeschmissen. Und dann gab es noch Mitarbeiter, die Zangen für alles benutzt haben. Es gibt ja eigentlich verschiedene Zangen.
für bestimmte Produkte, wie zum Beispiel Fleischprodukte oder Plant-Based-Produkte. Und manche Mitarbeiter haben die Zange halt einfach für alles benutzt und so haben dann Fleischprodukte, Plant-Based-Produkte berührt. Viele haben es halt einfach gemacht, weil es für sie einfacher ist. Grundsätzlich war jetzt nichts Schlechtes dran. Es gibt nichts, was mich abschreckt, außer dieser Burger. Das ist das erste, einzige, was mich abschreckt. Ich habe auch noch nie eine Mausefalle bei uns gesehen. Ich habe auch noch nie angeknabbertes Essen gesehen. Abschließend kann man also sagen, zum Glück hat nicht jeder Burger King solche Mängel wie eben in der Doku gezeigt. Unser Burger King, bei dem es sowieso nur um essenstechnische Probleme ging und nicht um Ratten oder irgendwas, denn Ratten gab es nur in anderen Filialen, der hat sich auf jeden Fall in gewisser Art und Weise gebessert. Was ich denke auch der Doku zu verdanken ist. Dadurch wurden erstmal Mängel aufgezeigt an die Öffentlichkeit, also danke RTL. Im Großen und Ganzen hat der Burger King auch wirklich positiv abgeschlossen. Es gab halt wirklich nur ein paar Mängel, wie eben, dass das Brot etwas trockener war und nicht optimal. Gleichzusetzen wie jetzt damals in der Doku, weiß ich nicht. Zudem war dieses Fleischpatty eben ziemlich komisch. Es sah halt komisch aus und war auch blass. Geschmeckt hat es jetzt auch nicht besonders gut. Also wir haben es am Ende weggeschmissen, nachdem wir es kurz probiert haben. Das sind jetzt auf jeden Fall offensichtliche Mängel, die da waren. Ob das jetzt ein einmaliges Problem war oder ob das vielleicht auch ein kleines gedankliches Problem war, das kann ich leider nicht sagen. Ich meine, wer nimmt schon den Burger auseinander? Deswegen ist das Fazit nicht durchweg positiv, aber wir können auf jeden Fall sagen, eine Verbesserung, die war definitiv da. Bewertung grundsätzlich okay, Wartezeiten, wir haben jetzt auch nicht an sich alles schön. Was jetzt noch problematisch wäre, ist, wenn das Video gleich noch weitergeht. Ja, dann hat der Burger King auf jeden Fall nicht bestanden und dann fick ich die.